Ahoi und Tag gesagt, heute der Flaschengarten oder auch Hermetosphäre genannt, ist ein luftdicht verschlossenes Ökosystem, das genauso wie Terrarien und Aquarien auf dem Wardschen Kasten von 1835 basiert. Es gibt eine Möglichkeit, mit Materialien aus dem Wald einen heimischen Lebensraum bei dir zu Hause im Wohnzimmer nachzubilden. Einheimische Samen und Insekteneier bekommst du hier inklusive. Ich werde also einen Berliner Wald nachbauen. Dafür habe ich in kleinen Mengen Materialien aus einem Fichtenmischwald entnommen. Für den privaten Gebrauch ist das sogar erlaubt, solange du nicht in einem Naturschutzgebiet stehst. Was brauchst du also? Vorab ganz klar einen Wald. Hier findest du alles, was du für dein Projekt brauchst. Erstens das Substrat, Walderde und Laub. Dann kleine Dekostückchen wie Holz- oder Samenkapseln, kleinwüchsige Pflanzenarten und verschiedene Moossorten. Als Drainage verwende ich Bleton, um das System zu reinigen, Holzkohle und etwas Werkzeug wie Pinsel, Pinzette und Schere. Dann natürlich ein Glas mit Deckel, hier ein 4,9 Liter Glas, dieses solltest du unbedingt vorher abkochen. Ich habe noch ein paar Steine gesammelt und ein Pflanzenvlies zurechtgeschnitten und natürlich brauchst du etwas Wasser. Bleton wurde 1917 in einer Ziegelei erfunden. Das Besondere ist, dass dieser Ton keine Nährstoffe bindet. Holzkohle entsteht, wenn Holz ohne Sauerstoffzufuhr verbrennt. Das nennt man Pyrolyse. Alles, was nicht Kohlenstoff ist, verschwindet aus dem Holz und es entstehen feine Poren. In diesen Poren können sich später Schmutzteilchen sammeln. Das nennt man Adsorption. Die Walderde ist ein Mix aus der oberen verrottenden Waldschicht und der darunterliegenden sandigen Berliner Erde. Das Laub schneide ich klein und vermenge es mit der Erde. Als Deko kannst du alles nehmen, was du im Wald so findest. Du solltest beim Pflanzensammeln darauf achten, keine schnell wachsenden Arten wie zum Beispiel Gras mitzunehmen. Ich habe hier zwei verschiedene Moosarten, auch hier kannst du in geringen Mengen alles mitnehmen, was du so findest. Zuallererst schneide ich noch das Laub in die Erde, wertvolles Futter für Destruenten. In die Walderde kannst du auch etwas Holz geben. Danach zerkleinere ich die Holzkohle. Eine Körnung von 0,5 bis 1 cm ist hier angebracht. Ich habe jetzt alles, was ich brauche und zeige dir hier mal, wie ich meinen kleinen Berliner Mischwaldboden im Glas angelegt habe. Als erstes brauchen wir eine etwa 4 bis 5 cm hohe Drainage. Hier kannst du auch Flusskiesel oder kleine Steine benutzen. Damit baust du eine Drainage, in der das Wasser stehen kann. Diese Schicht brauchst du, um Staunässe in der darüberliegenden Erde zu vermeiden. Darüber aber erst einmal ein zugeschnittenes Pflanzenvlies. Du kannst hier auch eine Gaze oder eine durchlöcherte Plastikfolie nehmen. Hier geht es lediglich darum, eine Trennung zwischen Kohle, Erde und dem Bleton zu gewährleisten. Darüber die Reinigungsschicht mit Kohle etwa 1 cm, nicht zu viel Staub, sonst verstopft dein System. Wenn man Holzkohle mit Gas oder Chemikalien verdichtet, entsteht aktivierte Kohle. Aktivkohle mit einer enorm großen Oberfläche. Aktivierte Kohle braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr Medizin oder Chemie im Einsatz hattet. In unserem Fall reicht normale Holzkohle. Darüber verteile ich dann die Erde und drücke sie etwas fest. Die Steine habe ich vorher abgekocht, um sie etwas zu säubern. Wie du deinen Flaschengarten anlegst, bleibt natürlich ganz deiner Fantasie überlassen. Ich versuche hier möglichst viele Ritzen und Spalten für Moos und Kleinstlebewesen zu kreieren. In der Box mit Erde habe ich schon eine Larve und kleine nematodenartige Würmer ausgemacht. Was davon alles hier in dem Glas gelandet ist, kann ich nicht sagen und ich habe auch nicht genauer nachgeschaut. Ob dieses Experiment gelingt und wie es weitergeht, erfährst du, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke anklickst. Bei den Pflanzen solltest du die Wurzeln etwas einkürzen. Tagsüber verbrauchen Pflanzen Kohlendioxid bei der Photosynthese, nachts hingegen Sauerstoff. Wasser verdunstet hier im Flaschengarten und kondensiert wieder.
Am Ende bringe ich das Moos ein. Es gibt rund 16.000 bekannte Moosarten. Die Wissenschaft von den Moosen heißt Bryologie. Das Tüpfelchen auf der Sahne sollten jetzt deine Deko-Elemente sein. Bei mir ein Kiefernzapfen, ein kleiner Ast und leere Samenkapseln. Bevor du dein ewiges Terrarium nun für immer verschließt, darfst du das wichtigste Element überhaupt nicht vergessen: Wasser. Regenwasser oder destilliertes Wasser ist hier die erste Wahl. Wenn dein Glas nur morgens beschlagen ist und nicht den ganzen Tag, hast du genau die richtige Wassermenge im Glas. Wenn sich morgens kein Wasser bildet, ist es zu trocken. Und wenn das Glas den ganzen Tag beschlagen ist, musst du etwas lüften, damit das Wasser verdunsten kann. Am besten stellst du deine Hermetosphäre an ein Fenster, wo es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt. In der Anleitung für den Wartschen Kasten von 1835 heißt es: Für tropische Pflanzen lässt sich mit Hilfe einer kleinen Öl- oder Spirituslampe leicht die passende Temperatur einstellen. Hier für das Terrarium brauchst du kein Licht. Wenn du dein Glas dennoch beleuchten willst, eine Pflanzen-LED im Deckel muss man kühlen, fällt also aus. Es gibt Schraubdeckel von Lucky Reptile mit Nachtsensor, dafür brauchst du aber ein passendes Gewinde. Mir ist hier ein günstiges Aquarien-Gadget in die Hände gefallen, mit Magnet und Fernbedienung, und ich probiere das einfach mal aus. So sieht meine Fensterbank neuerdings bei Nacht aus. Hier also mein Flaschengarten à la Berliner Wald. Ich freue mich, wenn du hier einige Anregungen für dein eigenes Biotop mitgenommen hast. Schreib mir doch in die Kommentare, ob du auch schon ein ewiges Terrarium zu Hause hast. Ich habe eine kleine Kugelspinne entdeckt und eine etwas größere Bodenspinne. Es lebt also jetzt schon hier in meinem Berliner Flaschengarten. Du kannst gespannt sein, wie sich das ewige Terrarium in den nächsten Monaten entwickelt. Mehr Updates findest du auf diesem Kanal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gesehen hast. Solltest du eine Frage oder Anregung haben, hinterlass mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du dieses Video teilst. Das war's schon wieder von mir für dich aus Berlin. Hinterlass mir ein Abo und einen Daumen. Glocke klicken nicht vergessen. Wenn du magst, kick mal wieder rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ahoi und Tag gesagt.